Hi Alex. Servus Peter. Du, fesch kommst daher. Berichtest du heute vom Roberti-Kirtag? Nein, der Roberti-Kirtag ist ja schon vorbei. Aber du kommst auch so fesch daher. Berichtest du vom Landestheater? Ja, hätte sollen, aber da ist halt leider keine Vorstellung. Aber weißt du, was ich gesehen habe? Im Kavalierhaus drinnen, da haben sie eine Bühne aufgebaut und eine Menge Leute geht da schon rein. Ja, da gehe ich auch rein. Da ist nämlich heute die Verleihung vom Regionalitätspreis von den Bezirksblättern. Ah, okay. Ja, du, dann darf ich sagen, dann berichten wir halt heute vor dem Event, oder? Passt, das machen wir gleich miteinander. Ja, komm. Super. Zur bereits 9. Regionalitätspreisverleihung laden die Bezirksblätter Salzburg ins Kavalierhaus Klessheim. Mit dabei sind nicht nur die Preisträger in den 10 Kategorien, sondern auch viele Unterstützer aus Politik und Wirtschaft. Das Thema Regionalität ist in aller Munde. Also ich glaube, dass Regionalität etwas ist, das momentan neu entdeckt wurde. Auch in der Berichterstattung neu entdeckt wurde. Es gibt ja überall Initiativen mehr Regionalität. Ich glaube nur, dass das ein Irrglaube ist. Denn wo ich herkomme, will ich wissen, dort sind meine Wurzeln, dort will ich wissen, was los ist. Und dort, wo ich lebe, und egal ob das hier im Lungau ist oder in Salzburg-Stadt oder auch in Timbuktu vor Ort, ich will wissen, was auch vor Ort läuft. Also ich glaube, der Trend zur Regionalität ist kein Trend, sondern ist immer da gewesen, ist nur neu entdeckt, nur bei den Menschen immer da gewesen. Als Tourismusland, das Salzburg zweifelsohne ist, gilt es, Regionalität und Internationalität unter einen Hut zu bringen. Durch diese Internationalität sind wir vielleicht da noch stolzer und regionaler verwurzelt und verteidigen wir unsere Regionalität dadurch auch ein wenig. Im Lustschloss von Hellbrunn, das Markusitius erbaut hat, steht über einem Türbogen: Der liebe Gott verbindet Entgegengesetztes. Und genauso ist es bei uns. Er verbindet bei uns die besondere Verwurzelung mit unserem Land, dieses stolze Salzburger zu sein, mit einer Weltoffenheit, mit Internationalität. Und ich finde, das ist eine wunderbare Kombination, dass man offen ist für Neues, für andere Kulturen, für andere Sprachen, offen auch für die vielen Gäste, aber trotzdem genau weiß, woher man kommt und wohin man gehört. Und diesen Bogen zu spannen, das ist etwas spezifisch Salzburgisches, finde ich. Als spezifisch salzburgerisch kann man demnach das ausgezeichnete Projekt in der Kategorie Kunst, Kultur, Brauchtum bezeichnen. Trotz Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und Italien wird beim Alpenländischen Harmonika-Wettbewerb vom Salzburger Volksliedwerk und Musikum Regionalität großgeschrieben. Lieber Toni, die Harmonika ist ja nicht nur ein Instrument, das sehr tief in der regionalen Musikszene verwurzelt ist, sondern die Regionalität spielt ja auch bei euch einen Wettbewerb in der Beurteilung eine große Rolle. Wie darf man sich das vorstellen? Bei unserem Wettbewerb bietet man die Teilnehmer, dass jeder ein Stück spielt, das was aus seiner Region kommt. Und damit unterstreicht man diese Wichtigkeit der Regionalität und auch des Spielguts, das was aus dieser Region kommt, das überlieferte Spielgut, dass das auch weiterhin gepflegt wird. Mir gefällt euer Motto vom Wettbewerb so gut: Es gibt keinen ersten Preis, weil der zweite wäre schon der erste Verlierer und Musik kennt keine Verlierer. Und wie funktioniert dann die Beurteilung durch die Jury, wenn es keinen ersten Preis gibt? Die Teilnehmer kriegen von der Jury eine verbale Beurteilung, sprich die Jury sitzt nach dem Vorspiel mit jedem einzelnen Teilnehmer zusammen und kriegt nachher von dem gut gemeinte Ratschläge und Tipps zur Verbesserung, beziehungsweise sie unterstützen das, was die jungen Musikantinnen und Musikanten schon kennen. Die Harmonika gehört ja schon zu den beliebtesten Instrumenten und euer Wettbewerb forciert ja die Jugend noch weiter. Wohin kann sich das Ganze noch entwickeln? Welche Zukunft blickt ihr mit dem Wettbewerb? Wir haben eine Entwicklung in dem Instrument, wo wir an den Musikschulen überall sehen, dass das Instrument so beliebt ist bei den Kindern, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie lange das noch weitergeht. Ich weiß nur eins, die Beliebtheit ist nach wie vor so groß und das ist auch die Bestätigung mitunter von dem Wettbewerb. Für Landesrat Dr. Heinrich Schellhorn, der den Preis übergibt, ist das Projekt eine von vielen tollen Kulturinitiativen.
Was ist denn gerade im Bereich Kultur wichtiger? Sind es die einzelnen starken Regionen oder doch eher das große Ganze und die Zusammenarbeit dieser Regionen miteinander? Ja, mir ist es ja wichtig und das war auch ein Schwerpunkt der Kulturpolitik der letzten Jahre, dass man die Kulturinitiativen am Land in den Regionen draußen fördert. So zum Beispiel die Lungauer Kulturvereinigung, die ein neues Haus, die Künstlerei, bekommen hat in Damsweg oder auch in Radstadt, wo wir zum ersten Mal wieder ein Kino eröffnen konnten, gemeinsam mit dem Kulturzentrum, im Zentrum heißt es. Und auch im Oberpinzgau gibt es ganz tolle Initiativen wie die Tauriskana. Also da tut sich viel und das liegt mir am Herzen, genau diese regionalen kulturellen Nahversorger auch zu unterstützen. Als Nahversorger in Sachen Gesundheit und Lebensqualität kann man das Projekt Wohnhaus Briel gut bezeichnen, für das die Gemeinde Leogang den Regionalitätspreis erhält. Ja, das Gesundheitsressort ist ganz eng mit Regionalität verbunden. Ich arbeite seit vielen Jahren daran, dass wir gerade die Gesundheitsversorgung in der Region sicherstellen. Alle gesetzlichen Vorgaben und alle Trends gehen eigentlich dahin, auch die Wissenschaft geht dahin, dass nur mehr die Zentralräume und das Große sozusagen überlebensfähig wäre. Und da muss man alles daran setzen, dass wir auch die kleinen Spitäler halten können, damit wir die kleinen Arztpraxen in der Region halten können. Da müssen wir bestimmte Strukturen ändern und Reformen machen, damit wir das schaffen. Aber das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass eben die Regionen genauso mit Gesundheitsangeboten versorgt werden wie die Zentralräume. In den vergangenen Jahren hat sich der Regionalitätspreis zu einer Institution entwickelt und spannenden Initiativen und Projekten eine Plattform geboten. Frau Landesrätin, Sie übergeben heute zum ersten Mal einen Regionalitätspreis der Bezirksblätter. Wie gefällt Ihnen diese Initiative denn? Sehr gut, weil es holt einmal die vor den Vorhang, die sehr oft sonst im Hintergrund arbeiten, die an Initiativen arbeiten, die wichtig sind für die Gesellschaft, und das gibt ihnen einmal die Möglichkeit, in einem sehr feierlichen Rahmen auch wirklich vor großem Publikum das präsentieren zu können. Und dann natürlich die Medienpräsenz danach ist auch ganz wichtig. Herr Bauernberger, Sie haben schon öfter einen Regionalitätspreis überreicht. Welches Gefühl haben Sie dabei, wenn Sie immer wieder solche Projekte prämieren dürfen? Ja, natürlich ein gutes Gefühl, logischerweise. Man ist stolz darauf, dass so viele tolle Initiativen im Land passieren, dass so viele sich bewerben darum, dass solche nachhaltigen Projekte entstehen. Und da ist es natürlich ein Privileg, wenn man den Preis übergeben kann und auch die Wertschätzung zeigen kann. Auch in der Wirtschaft hat das Schlagwort Regionalität längst Einzug gehalten. Regionale Wirtschaftskreisläufe sollen gestärkt werden. Im Bereich Wirtschaft, da geht es ja um Kreislaufwirtschaft. Welchen Mehrwert bietet denn Regionalität? Ja, die Regionalität ist für die Wirtschaft besonders wichtig, weil wir natürlich darauf bedacht sind, dass wir die Beschäftigung in der Region haben und mehr oder weniger die Arbeit zu den Menschen in der Region bringen können damit. Das Problem ist, dass halt zunehmend die ganze Regulatorik, die jetzt über alle ausgerollt wird, über die Banken, aber auch viele andere Unternehmen, alles wird unter Aufsicht gestellt, dass das natürlich eine sehr starke Demotivation für die Regionalität ist. Also da müsste man wirklich von politischer Seite aus meiner Sicht wesentlich zurückrudern und sagen, fördern wir die kleinen Strukturen, was ja zum Teil getan wird, aber über die Regulatorik wird es halt sehr, sehr schwierig für kleine Unternehmen. Nicht nur um das große Ganze, sondern auch um kleine Strukturen geht es beim Thema Verkehr und Mobilität. So auch im Oberpinzgau, wo Raiffeisen und Regionalverband mit dem Projekt EMO, E-Mobility Oberpinzgau, den Verkehr umweltfreundlicher gestalten wollen und dafür mit einem Regionalitätspreis ausgezeichnet werden. Herr Landesrat, Sie übergeben heute den Regionalitätspreis in der Kategorie Verkehr und Mobilität. Wie regional darf denn die Verkehrspolitik sein oder wie überregional muss sie bleiben? Ich glaube, es muss beides sein, ehrlicherweise. Wir müssen in den Dingen, die wir regional gut lösen können, müssen wir regional sein. Aber vor allem natürlich im Verkehr sind überregionale Lösungen auch gefragt. Jetzt nicht nur über die Gemeindegrenzen, sondern auch über die Bundeslandgrenzen hinaus. Und da haben wir ja ein paar ganz spannende Projekte, die da eingereicht wurden. Inwiefern sind dann Verkehr und Mobilität Voraussetzung für Regionalität?
sind natürlich Voraussetzungen. Also wir haben natürlich da Mikro-Öffi-Lösungen in der kleinsten Ebene sozusagen und brauchen aber was Schieneninfrastruktur, Straßeninfrastruktur, überregionale Maßnahmen. Aber da sind wir natürlich gefragt als Landespolitik, aber natürlich auch in Kombination mit der Bundesregierung, nicht zuletzt aber natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Eines der begehrten Salzherzen übergibt in diesem Jahr auch Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf. Frau Landtagspräsidentin, das Land tritt ja als Unterstützer des Regionalitätspreises auf. Warum ist denn diese Initiative schon seit vielen Jahren so förderungswürdig? Ja, weil das Land sich aus den Regionen wieder zusammensetzt und wir gemeinsam ein großes Ganzes bilden. Und wir sind stolz auf unser Land, aber auch auf die einzelnen Bezirke, weil sie alle etwas Besonderes haben. Und daher ist diese Unterstützung ja eigentlich selbstverständlich. Welche regionalen Schätze gibt es denn Ihrer Meinung nach noch zu heben? Man findet immer wieder etwas. Als Politikerin hat man das Privileg, eigentlich in allen 119 Gemeinden unterwegs sein zu dürfen und bei vielen Veranstaltungen viele Themen kennenzulernen. Und ich finde immer wieder etwas, was mich staunen lässt. Und die meisten Schätze, die wir zu heben haben, sind Menschen, die sich engagieren. Engagiert hat sich auch die Salzburgmilch und bekommt für ihre Milch aus dem Biosphärenpark, die Reine Lungau, den Regionalitätspreis für Land- und Forstwirtschaft. Herr Gasteiger, ich nehme an, Sie trinken selber nur reine Lungau-Milch aus dem Biosphärenpark. Wie schmeckt denn die? Ja, die Reine Lungau, das ist eine besonders eine wertvolle Milchsorte bei uns im Haus, weil sie ist ja einerseits tagesfrisch, das heißt, wir sammeln sie ja täglich. Das heißt, wir fahren täglich von Lungau aus und werden direkt am gleichen Tag noch abgefüllt. Und was natürlich eine Besonderheit ist bei dieser Milch, dass sie naturbelassen ist. Das heißt, dass ein natürlicher Fettgehalt ist. So wie der Bauer bzw. das Alter ja, die Milch verlässt, so kommen sie auch dann vom Fettgehalt und von den Inhaltsstoffen hinein in die Milchpackung. Und da schmeckt natürlich die Milch sehr, sehr, ich sage mal, wertvoll, wenn wir bei dem Begriff bleiben. Das heißt vollmundig, einfach naturbelassen. Man schmeckt einfach richtig, wie ein richtiger Milch ist, auch, wie es früher auch beim Bauern gewesen ist, wenn man sie halt direkt beim Hof gekauft hat. Sieger ist Generationen Handwerkstatt, technisches Ausbildungszentrum. Für das Projekt der Generationen Handwerkstatt ist das technische Ausbildungszentrum Mitterberghütten diesjähriger Preisträger in der Kategorie Bildung und Forschung. Werner Sterneder, die Generationen Handwerkstatt begeistert Kinder für das handwerkliche Tun. Was macht denn für dich persönlich die Faszination am Handwerk aus? Am Handwerk selber, das ist, wenn man die Kinder beobachtet oder wenn sie mit Eltern da sind, dass einfach dieses Leuchten in die Augen, wenn sie fertig sind mit dem, was sie gemacht haben, wenn sie versuchen, was besser zu machen von selber, ohne dass mir einer was vorgibt, wenn sie dann bei der Tierhausgänger mit einem streunenden Werkstück in der Hand haben, wiederkommen wollen. Und wenn sie wiederkommen, schmeißen sie gleich das schon auf Zeiten und rennen hinter in die Werkstatt. Das macht Handwerk aus, Freude am Handwerk. Und ja, das ist das Schöne dran. Die Handwerkstatt gibt es jetzt seit fast 2 Jahren. Welche Pläne oder vielleicht auch welche Wünsche gibt es denn für die Zukunft? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, gell? Also eine Vision hätten wir schon. Die Vision wäre, und ich weiß, dass es funktioniert, dass wir wirklich das, was wir da machen, Freitag, Nachmittag, Samstag, teilweise sogar unter der Woche für Schulen über mehrere Tage, das als Ganzjahresgeschichte einzurichten, da an dem Standort in Mitterberghütten. Ich weiß, es funktioniert, das haben wir da. Dann dürfen wir alles Gute für diese Vision wünschen und dass sie auch in Erfüllung geht. Danke. Bildung ist auch ein zentraler Bestandteil des Siegerprojektes Klimakids der Liederregion Lebenswert Pongau, bei dem sich die jüngsten Pongauer mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Das Thema Klimawandel und Klimawandel. Überreicht wird der Regionalitätspreis in der Kategorie Energie- und Umweltschutz vom Vorstandssprecher der Salzburg AG. Die einzelnen Regionen, die wehren sich ja immer gegen neue Energiegewinnungsprojekte, da haben Sie ja schon Erfahrung. Warum glauben Sie, ist das so? Wir bauen heute unsere Energieerzeugungsanlagen, Kraftwerke unglaublich nachhaltig. Auch so, dass es regional wirklich alle Akzeptanzen hat. Und ich glaube, wenn wir im Diskurs mit der Bevölkerung frühzeitig auch hier die Einbindung zusammenbringen, dann kommen auch sehr gute Energieerzeugungsformen zusammen. Dass Regionalität keine Grenzen kennt, zeigen die Preisträger in der nächsten Kategorie.
Herr Mitterer, Sie haben heute den Preis übergeben für grenzüberschreitende Initiativen. Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit der Gemeinden über die Regionen hinaus? Ganz wichtig. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit der Gemeinden in den Regionen ganz wichtig ist und die Staatsgrenzen oder Ländergrenzen dürfen dabei keine Rolle spielen. Eine Region bildet sich ja auch über die Staatsgrenze hinaus und diese Zusammenarbeit ist ganz wichtig. Wir sind im Herzen Europas und wir haben die besten Voraussetzungen dazu. Ja, wir definieren ja unsere Regionalität grenzüberschreitend. Wir denken ja regional bis Rosenheim hinaus, bis ins Tirolerische, natürlich auch bis Braunau, bis Bad Ischl oder bis weit ins Innergebirg hinein. Also ich würde das nicht an den Landesgrenzen festmachen. Ausgezeichnet mit dem Regionalitätspreis werden die Stadt Laufen und die Stadtgemeinde Oberndorf für ihr gemeinsames Stadt- und Standortmarketing. Jetzt sehe ich da ein Problem. Preis gewonnen, aber eine Sorge. In welcher Stadt wird der Preis dann platziert? Also da haben wir uns genauso einig wie in vielen anderen Dingen. Die Schwesternstadt, Stadtgemeinde Oberndorf und Stadt Laufen, die zwei Schwesternstädte, haben sie jedes Jahr abwechselnd den Europasteg zu betreuen und jedes Jahr wird dieser Preis, der uns viel bedeutet, auch entsprechend die Rathäuser wechseln. Wo steht Ihr Projekt zurzeit? Also in welcher Entwicklungsphase ist es? Unser Projekt ist momentan schon in der ersten Stufe des Umsetzens. Will heißen, die beiden, ich nenne es jetzt einfach pauschal Wirtschaftsverbände in Oberndorf und in Laufen, haben jetzt die Aufgabe, sich zu fusionieren, sich zu finden und eine Plattform zu bilden, weil das die Grundlage dessen ist, um den zweiten Schritt zu gehen, dass dann die Städte ins Boot kommen. Herr Schäfer, so ein Regionalitätspreis, beflügelt der jetzt für die nächsten Schritte? So, der Preis beflügelt sicher, weil es einfach ein Zeichen ist auch nach außen, auch für die, wie der Kollege Reiter beschrieben hat, für die wichtigen Entscheidungen, die in Zukunft getroffen werden müssen. Und man sieht natürlich, dass auch so eine Arbeit Früchte trägt, wie oft im Hintergrund in einem Büro stattfindet oder bei Besprechungen nur und jetzt eine breite Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. Den würdigen Abschluss der Preisverleihung bildet die Übergabe eines Sonderpreises. Herr Hummer, Sie haben heute den Regionalitätspreis der Kategorie Meine Gesundheit, mein Betrieb überreicht. Ab wann ist denn für Sie ein Betrieb gesund? Ja, ein Betrieb ist gesund, wenn das Unternehmen floriert, wenn es sich einsetzt für die Mitarbeiter und investiert, so betriebliches Gesundheitsmanagement, dann ist ein Betrieb für mich gesund, wenn auch die Mitarbeiter zufrieden sind. Welchen Mehrwert bietet ein gesunder Betrieb oder viele gesunde Betriebe dann in einer einzelnen Region? Ja, gesunde Betriebe in einer Region sind gute Arbeitgeber. Es ist Voraussetzung, dass Wirtschaft funktioniert in der Region und vor allem, dass eine Zufriedenheit besteht in der Region. Und ich glaube, das ist das ganze Konglomerat und der Zusammenhalt in der Region sehr, sehr, sehr wichtig. Als Preisträger darf sich das Romantikhotel Gmachl für das Projekt Herzblut feiern lassen. Die 9. Regionalitätspreisverleihung der Bezirksblätter ist Geschichte. Wie fällt euer Fazit aus dazu? Also ich persönlich bin ja bei jedem einzelnen Regionalitätspreis dabei gewesen, du auch, Michi, glaube ich. Die Preisträger sind nach wie vor interessant, es gibt immer noch was Neues und ich bin immer gespannt und begeistert, wie viele tolle Ideen es im Bundesland Salzburg gibt. Die Leute, die da waren, die Gäste waren gut gelaunt und ja, also ich habe nichts zu bemängeln. Wie beeindruckt seid ihr, dass immer wieder so viele neue Projekte eingereicht werden zu jeder dieser Veranstaltungen? Jedes Jahr aufs Neue beeindruckt und vor allem über die Vielfalt. Wir haben zwar immer die 10 selben Kategorien, aber innerhalb dieser Kategorien ist eine derartige Bandbreite an Initiativen, an Kreativität, dass wir jedes Jahr eigentlich was Neues entdecken und jedes Jahr begeistern und jedes Jahr eigentlich ein Gewinn für Salzburg. Regionalitätspreise mit nach Hause nehmen dürfen auch die Gemeinden Altenmarkt und Radstadt für ihre gemeinsame Ferienbetreuung, die Gedächtnistrainingsakademie für den Denk dich Fit-Pfad und die Zell am See Kaprun Tourismus GmbH für das Projekt Team for You.
Ja, gut, dass wir heute weder im Theater noch am Ruperti Kirtag waren. Alles würdige Preisträger haben wir gesehen. Ich sage nur noch, Prost, Peter.